WDR 3 Open. Studio Elektronische Musik. Heute in unserer Reihe Praxis: Elektronische Musik im Film. Am Mikrofon begrüßt Sie Reinhold Friedl. Elektronische Musik ist keine Angelegenheit von Bastlern in entlegenen Studios, denen es an Bezug zur Gegenwartskultur fehlt. Das belegt die Entstehung elektronischer Musik im Dienste von Film und Fernsehen. Du tust immer so, als wenn unser Kind verloren ist. Er ist der Beste in der Schule. Er wird was werden. Muss er denn ein Musterknabe sein? Nein, das muss er nicht, aber alles hat seine Grenzen. Bist du hier? Hier kommt die Musik heraus. Das ist der Lautsprecher. Ich habe so ein Instrument noch nie gesehen. Nein. Du wirst bei mir immer mehr Überraschendes zu sehen bekommen. Ist das Elektronenmusik? Ja. Konkrete Musik. Wenn die Franzosen diese Musik Musik konkret nennen, dann soll damit ausgedrückt werden, dass das, was wir aus der Harmonielehre heraus als Musik bezeichnen, umgewandelt worden ist in Töne der Gegenwärtigkeit, in Töne des alltäglichen Lebens. Hast du das verstanden? Ja, schon, aber... Schon. 1957 drehte der Regisseur Veit Harlan den Film Anders als du und ich, der auch unter dem Titel Das dritte Geschlecht bekannt wurde. Oskar Sala hat in diesem Film einen Gastauftritt. Er spielt auf seinem Trautonium Elektronenmusik. Der Film sorgte für Aufsehen. Erst wurde er verboten, weil er zu Homosexuellen freundlich schien. Nach einigen Änderungen wurde er aber freigegeben und führte dann zu Protesten vor den Kinos, weil er zu Homosexuellen feindlich war. Veit Harlan versteht sich auf Propaganda. Im Auftrag von Josef Goebbels hatte er 1940 den antisemitischen Hetzfilm Jud Süß gedreht. Nun suggeriert er 1957 im Film Das dritte Geschlecht, dass elektronische Musik und moderne Kunst etwas für homosexuelle Klicken seien. Ideal, junge Männer zu verführen. Das klingt ja einfach toll. Hier klingt ja wie meine Bilder. Oh, wenn die mein Vater bei mir hören würde, der lässt mich glatt einsperren. Psst, das ist die schönste Stelle. Unheimlich. Dass elektronische Musik nichts mit Homosexualität zu tun hat, ist heute unbestritten. Aber ist elektronische Musik unheimlich? Und welche Filme könnte sie dann atmosphärisch aufladen? Die polnische Musikwissenschaftlerin Sophia Lissa schrieb 1964 in ihrem Standardwerk Ästhetik der Filmmusik: Effekte der elektronischen und konkreten Musik werden schon seit längerer Zeit zur Charakterisierung unwirklicher, fantastischer, entrealisierter Szenen und Situationen sowie subjektiver Visionen angewandt. Außerdem zur Charakterisierung des Lebens von Maschinen, von künstlichen oder paramenschlichen Gebilden. Elektrische Klänge wurden sogar im Filmton verwendet, bevor es überhaupt elektronische und konkrete Musik gab. Beispielsweise im 1943 entstandenen Film Frankenstein and the Wolfman. Im groß angelegten Finale versucht Frankenstein, seinen fast fertigen, neu geschaffenen Mutanten zum Leben zu erwecken. Eine riesige, dampfende elektronische Apparatur versetzt ihm starke Stromstöße. Und die hört man. Einfachste, brutale Klangsynthese. Thank you.
making him strong again. Frankensteins tosende Maschinerie. Diese unheimliche elektronische Musik entspringt hier dem Film, bevor elektronische oder konkrete Musik überhaupt als solche existierten. Das Geschehen im Bild illustrierend, gab es bereits Geräuschkompositionen, die damals allerdings niemand als Musik bezeichnet hätte. Abgesehen vielleicht von ein paar Futuristen. Von den italienischen Futuristen inspiriert, hatte der russische Filmemacher Dziga Vertov 1930 einen Dokumentarfilm über die russische Stahlproduktion gedreht. Die begleitenden Geräuschcollagen hat er ebenfalls selber realisiert. Die Geräuschklänge von Dziga Vertovs Film Enthusiasmus beeindruckten Jahrzehnte später den französischen Musiker Jérôme Nettinger nachhaltig. Nettinger begeisterte sich so sehr für diese frühe Filmmusik, dass er weiter recherchierte und eine Mini-CD-Reihe mit dem Titel Cinéma pour l'oreille herausbrachte. Kino für die Ohren. Et puis, en lisant un peu les livres d'histoire sur le cinéma, j'entendais souvent parler d'un film de Walter Ruttmann, qui s'appelait Weekend, de 1930, un film sans image. Schließlich stieß ich, als ich Bücher zur Kinogeschichte las, immer wieder auf Weekend von Walter Ruttmann von 1930. Ein Film ohne Bild. Et ça, j'étais très, très impressionné. Ich war davon äußerst beeindruckt, konnte Weekend aber nirgends finden. Donc là, il y a Michel Chion qui m'avait aidé, puis d'autres personnes, et j'ai réussi à trouver le. Mit der Hilfe von Michel Chion schaffte ich es, Kontakt mit der Tochter von Walter Ruttmann aufzunehmen, die in Deutschland lebte und die wusste, wer die Aufnahme hatte. Und ich konnte dieses Stück wirklich herausgeben, worauf ich sehr stolz war und übrigens heute immer noch bin. Dieses Stück ist einfach unglaublich, denn das war 1930 und das ist wirklich eine Klangkonstruktion, die auf eine Weise die Idee der Musik konkret von Pierre Schaeffer um 20 Jahre vorwegnimmt. Ruttmann bezeichnete sie allerdings noch nicht als Musik, sondern als Kino für die Ohren. Mais c'est pas revendiqué comme de la musique, c'est revendiqué comme un cinéma pour l'oreille. Et c'était une création radiophonique à l'époque. Erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist zum Rasen werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Hallo. Vater. Achtung. Ein Ausschnitt aus Walter Ruttmanns Weekend. Eine mit den Produktionsmitteln der Filmtontechnik hergestellte Komposition, die der Filmemacher Ruttmann damals als Film ohne Bild für den Berliner Rundfunk produziert hatte. Rudolf Arnheim stellte 1932 in seinem berühmten Buch Film als Kunst fest. Falsch ist, dass Stummfilm und Tonfilm zwei getrennte Künste mit verschiedenen Gesetzen seien. Denn es gibt nur eine Filmkunst. Und die Gesetze des Films gelten auch für das Hörspiel. Denn auch das Hörspiel gehört zur Filmkunst. Eine eigenständige elektroakustische Musik gab es damals noch nicht.
Schnitt und Montage waren in der Filmtontechnik allerdings schon Jahrzehnte früher als in der späteren Tonbandtechnik üblich. Also rechnete man rein akustische Produkte dieser Filmtechnik eben auch dem Film zu. Auch mit Tonbearbeitung war man dort schon vertraut. Im neuen Tonfilm gab es mehrere akustische Schichten. Die Stimmen der Schauspieler, Geräusche und Atmosphärisches und die Filmmusik. Sehr zukunftsreich ist wahrscheinlich die Kombination von Geräuschmusik und Tonmusik. So Rudolf Arnheim. Akustische Begleitung, von der man nicht genau weiß, ob sie aus Naturgeräuschen besteht oder mit Instrumenten erzielt ist. Eines der bekanntesten Beispiele hierfür ist Alfred Hitchcocks Die Vögel von 1963. Remy Gassmann und Oskar Sala simulierten mit einem elektronischen Instrument, dem Trautonium, das furchterregende Schreien und Geflatter angreifender Vogelschwärme. Filmmusik im eigentlichen Sinne kommt in diesem Film nicht vor. Geräuschhafte elektronische Klänge sind Filmgeräuschen oft zum Verwechseln ähnlich. Und mit genau dieser Unschärfe lässt sich hervorragend spielen. Der Zuschauer wird irritiert. Was ist Originalton? Was kommentierendes Geräusch? Besonders bei Thrillern und Horrorfilmen wurde das Spiel mit dieser Doppeldeutigkeit zum Standardverfahren. Beispielhaft in der Musik des bekannten griechischen Filmkomponisten Vangelis zu dem Cyberpunk-Klassiker Blade Runner von 1982. Die Hauptfigur ist ein Replikantenjäger. Er verfolgt künstliche Menschen, die unerlaubt auf die Erde gedrungen sind. Und verliebt sich in Rachel, die, ohne es zu wissen, selbst eine Replikantin ist. Nach einem seiner aufreibenden Kämpfe steht er mit freiem Oberkörper erschöpft am Waschbecken und spült sich Blut aus dem Mund. Rachel nähert sich langsam. Das Klacken ihrer hochhackigen Schuhe und das Rauschen des Wasserhahns lassen sich kaum von den Synthesizer-Klängen unterscheiden. Der Synthesizer hatte im Genre des Horrorfilms, spätestens Anfang der 80er Jahre, die aus heutiger Sicht geradezu puristische elektronische Musik, wie in Hitchcocks Die Vögel, verdrängt. Insbesondere für Horrorfilme wurden Synthesizer-Klänge und ihre Vermischung mit der Geräuschkulisse des Films ein Markenzeichen. 1978 drehte John Carpenter Halloween. Aus Kostengründen hat er die gesamte Filmmusik selbst gemacht. Was lag da näher, als einen dieser gerade neu auf den Markt gekommenen billigen Synthesizer zu verwenden? Ein einfacher, liegender Synthesizer-Klang genügt ihm, um die Flucht der hilflosen Laurie dramatisch zu untermalen. Ein Psychopath verfolgt sie mit einem riesigen Messer, selbst das Einschlagen einer Holztür integriert sich rhythmisch in die Musik. Tommy! Eigentlich wuchs ich nicht mit experimenteller Musik auf. Ich wuchs mit klassischer Musik auf. Mein Vater war Doktor der Musik und unterrichtete Musiktheorie und Geige. Er spielte in einem Streichquartett und einem Symphonieorchester und ich erlebte das natürlich mit. So bekam ich eine Art Grundkurs in symphonischer und klassischer Musik. Ich war aber auch ein Filmfan. Ich liebte Filmmusik. Und Carpenter war sich seiner elektroakustischen Vorbilder völlig bewusst. Zwei Klassiker des Science-Fiction-Films. Ich erinnere mich an zwei Filme, die mich als Kind enorm beeindruckten. Zum einen Der Tag, an dem die Erde stillstand, mit Musik von Bernard Herrmann, der einer meiner Lieblingskomponisten ist. Er komponierte eine Musik für Theremin, die man sofort wiedererkennt. Sie ist völlig einfach, reduziert und absolut wesentlich für diesen Film.
essential to that film. Im Film von Robert Wise, 1951 gedreht, taucht plötzlich ein UFO am Himmel auf. Es nähert sich und landet schließlich in einem Park inmitten einer aufgeregten Menschenmenge. Anfang der 50er Jahre passten die damals neuartigen elektronischen Klänge perfekt zu der Landung von Außerirdischen. Die Klänge des verwendeten Theremins sind in diesem Film aber nicht nur unheimlich. Eine romantische Liebesszene wird vom süßlichen Elektrovibrato des Instruments untermalt. Das Theremin wurde rasch das Lieblingsinstrument der damaligen Filmindustrie. Hello. I thought you were. I was. And the other is a more of an experimental idea. Der andere Film ist experimenteller. Forbidden Planet. Das war die erste elektronische Musik, die ich je hörte. Unbelievable. Das war unglaublich. Ich hatte keine Ahnung, was das für Klänge waren, aber sie waren perfekt für diesen Film. Fred Wilcox' Forbidden Planet von 1956 war der erste kommerzielle Film mit explizit elektronischer Musik. Auch hier landet ein UFO, begleitet von der elektronischen Musik von Lewis und B.B. Baron. Die Klänge der Barons eigneten sich auch, um eine Schlacht mit Außerirdischen zu untermalen. Soldaten schießen mit Lasergewehren auf phantomartig in der Luft erscheinende Aliens. Wo im Horrorfilm und Cyberthriller elektronische Musik häufig wegen ihrer Verwechselbarkeit mit Filmgeräuschen verwendet wurde und wird, hat elektronische Musik im Science-Fiction-Film eine völlig andere Funktion. Sie steht für das ungewohnte, neue, technoide. Futuristische Welten brauchen Zukunftsmusik. Lewis und B.B. Baron waren denn auch keine Filmmusiker, die irgendwie zur elektronischen Musik kamen. Sie waren vielmehr Pioniere der frühen elektronischen Musik in den USA. Zu ihrer Hochzeit 1947 hatten sie ein Tonbandgerät geschenkt bekommen, von dem sie sofort fasziniert waren. Sowohl B.B. als auch Lewis Baron hatten bei Henry Cowell Komposition studiert, sich dort kennengelernt und dann kurzerhand ihr eigenes elektronisches Studio gegründet. Dort entwarfen und konstruierten sie Röhrenschaltkreise und experimentierten mit Montagetechniken und Tape-Delays. Musik durften Lewis und B.B. Baron ihre Filmmusiken damals allerdings nicht nennen. Im Abspann von Forbidden Planet findet sich hinter ihren Namen der Verweis Electronic Tonalities. Die Musikergewerkschaft hatte die Produktionsfirma MGM gezwungen, die elektronische Musik nicht als Musik zu bezeichnen. Man befürchtete, dass Arbeitsplätze der Filmmusiker verloren gehen könnten. Ein Aufnahmeantrag der Barons in die Musikergewerkschaft wurde abgelehnt. Und Forbidden Planet blieb ihre einzige Hollywood-Produktion. Der Siegeszug elektronischer Klänge in der Filmmusik war mit plumpen Verboten allerdings nicht zu stoppen. Und schon gar nicht im Science-Fiction, der wie geschaffen für diese neuen Klänge war. Selbst der damalige Ostblock wurde erfasst. Der Schweigende Stern, der erste abendfüllende polnische Science-Fiction-Film, entstand 1960 in Koproduktion mit der DEFA. Astronauten amüsieren sich in der Schwerelosigkeit ihrer Weltraumkapsel. Musik
Soltik, Sie können jetzt auf Ionenantrieb übergehen. Der schweigende Stern. Die Musik hat der polnische Komponist und Dirigent Andrzej Markowski im Experimentalstudio des polnischen Rundfunks produziert. Raumfahrtmusik. Wie schon Der schweigende Stern beruhte auch Andrei Tarkowskis Solaris von 1972 auf einer Vorlage des Science-Fiction-Autors Stanislaw Lem. In Solaris ist die elektronische Musik aber nicht mehr nur futuristisches Klangdesign als Zeichen von Modernität. Der Komponist Eduard Artemjew verwischt hier subtil die Grenze zwischen Filmgeräusch und elektronischer Musik. Ganz so, wie es bereits im Horrorfilm Usus geworden war. Damit verschwimmt auch die Grenze zwischen Außenwelt und Innenleben der Protagonisten. In Solaris fährt ein Wagen minutenlang auf einer Autobahn in Tokio durch mehrere Tunnel. Was ist hier elektronischer Klang? Was ist Motorengeräusch? Was Verkehrsgeräusch? Was ist Ausdruck der Beklommenheit der Insassen? Andrei Tarkowski spielt in seinen Filmen bewusst mit der Unschärfe zwischen Geräusch und elektronischer Musik. Er will irritieren und dabei den Grund der Irritation möglichst im Dunkeln lassen. Dies trug sicherlich dazu bei, dass die sowjetische Filmbehörde seine Werke bald als schwer verständlich und mystizistisch kritisierte oder gar als undurchdringliches Bilderrätsel bezeichnete. In einzelnen Szenen meines Films Der Spiegel brachten wir zusammen mit dem Komponisten Artemjew elektronische Musik zum Einsatz, die meiner Meinung nach im Kino sehr große Anwendungsmöglichkeiten hat. Sie sollte sich hier wie ein fernes Echo, ein außerirdisches Stöhnen und Rauschen ausnehmen. Damit sollte eine Ersatzwirklichkeit ausgedrückt werden, zugleich aber auch konkrete Seelenzustände, Laute, die das Klingen des inneren Lebens sehr genau reproduzierten. Ein Mann verlässt Frau und Kind. Die Kamera zeigt aus der Perspektive der Frau, wie er sich über ein am Waldrand gelegenes Feld allmählich entfernt. Plötzlich fegen in naturalistischer Manier einzelne heftige Windböen über die Felder. Die elektronische Musik verschwindet genau in dem Moment, wo wir sie wahrzunehmen beginnen, wo wir begreifen, wie sie gestaltet wurde. Artemjew erzielte diese Klänge auf sehr komplizierten Wegen. Der elektronischen Musik mussten alle Merkmale ihrer experimentell-künstlerischen Herkunft genommen werden, um sie als ein organisches Klingen der Welt erfahren zu können. Zudem kann sich elektronische Musik im Tongebilde eines Films verlieren, sich hinter anderen Geräuschen verstecken, irgendwie unbestimmt wirken. Sie vermag sich wie die Stimme der Natur auszunehmen, als Artikulation unbestimmter Empfindungen, kann aber auch dem Atmen eines Menschen ähnlich werden. Mir liegt aber an diesem Unbestimmten. Der Ton soll in der Schwebe bleiben, gleich ob er Musik ist, eine Stimme oder nur der Wind. In Tarkowskis Stalker von 1979 versuchen einige Menschen heimlich in einen abgesperrten Bereich einzudringen. Sie verstecken sich hinter einer Lokomotive, die eine Durchfahrt passiert. Was ist aber nun Klang der ratternden Lokomotive? Was ist akustischer Ausdruck des Innenlebens der Figuren? Thank you.
Offenbar lassen wir uns von elektronischen Klängen, die nicht klar der Handlung zuzuordnen sind, irritieren. Manche elektronische Musik interpretieren wir aber als direkten Gefühlsausdruck. Sophia Lissa hat darauf hingewiesen. Besonders auf die Eignung elektronischer Klänge zur Illustration entrealisierter, fantastischer Szenen, subjektiver Visionen. Lange vor der Verbreitung des Tonbands, bereits 1934, wurden hierfür schon elektroakustische Techniken eingesetzt. Arthur Honegger und Arthur Auré spielten Tonaufnahmen rückwärts ab. Natürlich verklingende Töne werden plötzlich zu anschwellenden Crescendi und reißen dann plötzlich ab. In Dmitri Kirsanows Spielfilm Rapt untermalen sie damit Momente höchster Erregung und Irritation. Mitten in einem Gewitter verlässt eine alte Frau ihr Haus, nachdem ihr Sohn seine unerwünschte Freundin mitgebracht hat. Deren körperlichen Reizen kann er nicht widerstehen, während die Mutter verzweifelt durch das Gewitter irrt. Honecker und Auré's rückwärts abgespielte Tonbandaufnahmen. Jenseits von Horror- und Science-Fiction-Filmen können mit elektroakustischen Techniken, also auch psychische Erregungszustände, emotionale Verwirrungen, Wahnhaftes oder Entrücktes charakterisiert werden. John Hustons Film Freud wurde 1963 bei der Berlinale für einen Goldenen Bären nominiert. Die wahren Zustände des Psychoanalytikers hatte in diesem Film der holländische Komponist Henk Badings musikalisch bebildert. Henk Badings war damals Leiter des Studios der Forschungsabteilung von Philips, dem Vorläufer der heutigen Sonologie an der Musikhochschule in Den Haag. Filmmusik machte er nur ausnahmsweise. Auch im Film Rote Wüste von Michelangelo Antonioni 1964 gedreht, gerät eine Frau, Giuliana, immer wieder in merkwürdige Geisteszustände. Müde? Plötzliche Schwächeanfälle mit leichten Realitätsverschiebungen, die sich im Filmbild widerspiegeln, sind von unwirklichen elektronischen Klängen unterlegt. Ein Gemüsehändler nimmt plötzlich bizarre Züge an, das Bild verschwimmt, eine Straße erscheint seltsam leer. Im Bett mit ihrem Mann bekommt Giuliana unversehens Angstzustände. Wer hilft mir? Wer? Ich bitte dich, beruhige dich, Giuliana. Was ist es, mit dem du nicht fertig wirst? Die Straßen, die Fabriken. Die Farben, der Himmel, die Menschen. Der Komponist Vittorio Celmetti, der im Film nur für diese elektronischen Interventionen zuständig war, die restliche Filmmusik machte ein anderer, hatte 1963 im Studio di Phonologia Musicale am italienischen Rundfunk in Mailand
mit spannungsgesteuerten Klangmodulationen experimentiert. Die Resultate seiner Klangexperimente nutzte Celmetti auch für seine Filmmusik. In der Schlussszene von »Die rote Wüste« arbeitet auch er zudem mit der bereits mehrfach angesprochenen akustischen Verwischung von Filmgeräusch und elektronischer Musik. Valerio, komm, wir wollen gehen. Giuliana steht mit ihrem Sohn Valerio in einer düsteren Industrielandschaft. Im Vordergrund des Bildes dringt impulsartig Dampf aus einem Überdruckventil. Geräuschkulisse und Musik verschmelzen. Vorsicht! Warum ist der Rauch so gelb? Weil er ist giftig. Und wenn ein Vögelchen da hineinfliegt, stirbt es dann? Die wissen das schon, die Vögelchen. Die fliegen nicht mehr hinein. Das Ende von Antonionis Film »Rote Wüste«. Die Assoziation von elektronischen Klängen und elektroakustischen Klangcollagen mit Science-Fiction und Horror, aber auch mit seelischen und geistigen Ausnahmesituationen, Wahrnehmungsverschiebungen oder gar wahnhaften Zuständen funktioniert bis heute. Das dürfte auch an der Eigenart der frühen elektronischen Klänge liegen, die seltsam aseptisch, manchmal raumlos wirken. Die tiefen Bässe und höchsten Höhen sind kaum zu orten. Man denke nur an den Tinnitus, bei dem man anfänglich nicht weiß, ob er Einbildung ist oder ein Pfeifton im Raum. Außerdem können elektronische Klänge einen dem Menschen zum Verwechseln ähnlichen Roboter als solchen verraten. Ein schönes Beispiel findet sich in Brian Forbes' Stepford Wives von 1975. In Stepford, einer amerikanischen Kleinstadt, lässt eine Gruppe Ehemänner allmählich ihre Frauen gegen marionettenhafte Imitate austauschen, die vom Original nicht zu unterscheiden sind und so programmiert sind, dass sie alles tun, was den Ehemännern genehm ist. Als Joanna feststellt, dass auch ihre letzte verbliebene Freundin, Bobby, ausgetauscht worden ist, rammt sie dieser ein Messer in den Bauch. Joanna. Die Elektronik des Roboters funktioniert nun nicht mehr richtig. Der Austausch ist entlarvt. Das Bobby-Imitat wiederholt nun mechanisch absurde kleine Handlungen und Sätze, bietet Kaffee an, lässt die Tasse jedes Mal fallen, gießt die Flüssigkeit auf den Fußboden. Die Musik loopt ebenfalls. How could you do a thing like that? How could you do a thing like that? When I was just going to give you coffee. When I was just going to give you coffee. When I was just going to give you coffee. I thought we were friends. I thought we were friends. I was just going to give you coffee. I was just going to give you coffee. I thought we were friends. Der Soundtrack eines kaputten Roboters. Joanna war nicht geisteskrank, sondern lag richtig mit ihrer Vermutung, dass etwas nicht stimmte. Über die neuartigen elektronischen Geräusche kann man sich aber auch lustig machen. Mit surrealistischem Humor verwendete 1975 die englische Komikergruppe Monty Python elektronische Klänge. In Die Ritter der Kokosnuss wird ein aussichtsloser Angriff einiger Ritter
auf eine große, offensichtlich nicht einnehmbare Burg mit elektronischer Musik unterlegt. Die Szene erhält einen merkwürdig technischen, fast maschinellen Charakter, der die Absurdität des Angriffs unterstreicht. Die Ritter werden als Wesen vorgeführt, die immer nur reflexhaft das Gleiche tun, roboterhaft, auch wenn es vollkommen sinnlos ist. Prädestiniert für die Vertonung mit elektronischer Musik sind Zeichentrickfilme. Sie haben keinen Originalton. Die gezeichneten Bilder besitzen keinen natürlichen Klang, der einfach aufgenommen werden könnte. Die Tonebene im Zeichentrickfilm wird Stück für Stück im Studio generiert und zusammengesetzt. Ein Produktionsprozess, der dem der elektronischen Musik gleicht. Bei der GAM, der Gruppe de Recherche Musicale am französischen Rundfunk in Paris, entstand Les Chadocs. Eine Zeichentrickserie, die abends zur besten Sendezeit im französischen Fernsehen ausgestrahlt wurde und in Frankreich Kultstatus erreichte. Die Chadocs sahen aus wie Vögel. Sie hatten einen Schnabel und lange Beine. Ihre Flügel allerdings waren von geradezu lächerlicher Winzigkeit. Zunächst legten die Chadocs ganz gewöhnliche Eier. Wegen ihrer überlangen Beine aber gingen die Eier kaputt. Heute legen die Chadocs Eier aus Stahl. Die Chadocs bewohnen einen Planeten, den die Chibis erobern wollen. Die Chibis haben die Eigenart, mit den Füßen nach oben auf der Unterseite eines Planeten zu laufen. Der Anführer der Chibis soll eine Parodie von Pierre Schaeffer sein, dem Gründer und langjährigen Leiter der GRM. Sein Vorbild waren die Gibbons, die Gibbons. Menschenaffen, die durch die Daumen an ihren Füßen mehrere Tätigkeiten gleichzeitig verrichten können. Die Chadocs sind unheimlich bösartig. Jeder Versuch, auf die Erde zu fliegen, musste wegen der winzigen Flügel natürlich misslingen. Die Musik für die Chadocs komponierte Robert Coin-Solal in den Studios der GRM. An der GRM waren zahlreiche weitere Filmmusiken entstanden. Und frühe theoretische Schriften zu seiner zukünftigen Musik konkret hatte Pierre Schaeffer nicht etwa in einer Musikzeitung veröffentlicht, sondern beispielsweise 1946 in der Revue du Cinéma. Zuerst einmal müssen wir feststellen, dass das Geräusch der einzige Klang ist, der dem Bild vollkommen entspricht. Weil das Bild nur Dinge zeigen kann und das Geräusch die Sprache der Dinge ist. Die Dinge kann man in zwei große Kategorien unterteilen. Solche, die man sieht und solche, die man hört. Einen Baum hört man nicht, den Wind sieht man nicht. Indem sich diese Dinge ergänzen, vervollständigen sie unsere Sinne. Den Wind erkennt man an den Bewegungen der Blätter, den Baum hört man durch das Geräusch, das der Wind erzeugt. Diese Beobachtungen, diese Interferenzen zwischen der akustischen und der visuellen Welt nutzen dem Cineasten genauso wie dem Radiomacher. Betrachtet man beispielsweise den kleinen Bruder des Kinos, die Radiomontage, so ist man völlig erstaunt, in welchem Maße das Radio auf suggestive Weise zur visuellen Kunst werden kann. Schaeffer begann im Kontext von Filmmusik über den Zusammenhang von Geräusch und geräuscherzeugendem Objekt nachzudenken. Offenbar stammt von dort seine für die Musik konkret grundlegende Idee, Klangobjekte zu musikalischen Zwecken von ihrer Herkunft zu befreien. Man soll den Klang als musikalisches Ereignis wahrnehmen, ohne assoziative Bedeutung. Dann erst wird die visuelle Kunst der Radiomontage eine musikalische Kunst, Klangobjektmontage. Und damit Klang, konkreter Klang. Schaeffers Verhältnis zum Film war also durchaus zwiespältig. Einerseits inspirierte ihn die im Film bereits entwickelte Editionstechnik, wie sie in der GRM später mit Hilfe von Schallplatten und Tonbandgeräten weiterentwickelt wurde. Andererseits wollte er die so komponierte Musik von ihrer Kopplung an die sie erzeugenden Objekte befreien.
Schäffers Verhältnis zur Filmmusik spiegelt das wider. Er sah dort eine große zukünftige Anwendung der elektroakustischen Musik, inklusive der finanziellen Möglichkeiten. Definierte dann aber seine Musik konkret in radikaler Abgrenzung von jeglicher visueller Assoziation. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, selbst Filmmusiken zu komponieren. Die ersten entstanden 1953 zusammen mit Pierre Henry. Kurz darauf wurde Schäffer für den Aufbau von Rundfunkanstalten in den französischen Kolonien in Übersee verantwortlich. In Paris und im Studio der GRM war er nur noch selten. Dort arbeiteten nun hauptsächlich Pierre Henry und Philippe Artuis, die sich für theoretische Themen nicht sonderlich interessierten. Sie nutzten Schäffers Abwesenheit und komponierten fast nur noch Film- und Ballettmusik. Anfang der 60er Jahre wurde Schäffer Leiter der neuen Dachorganisation der GRM, der INA. Innerhalb dieser Institution gründete er mehrere neue Untergruppen, darunter auch die GRI, die Groupe de Recherche d'Image, die für visuelle Forschung zuständig war. Der französische Komponist Bernard Parmigiani, der damals als Fernseh- und Radiotechniker zur GRM stieß, wurde zuständig für angewandte Musik. Diese angewandte Musik für Film, Tanz oder Theater umfasste in der kommenden Dekade knapp die Hälfte der Gesamtproduktion der GRM. In Zusammenarbeit mit der GRI entstanden insbesondere zahlreiche Dokumentar- und Zeichentrickfilme. François Bayl, dem Nachfolger Pierre Schäffers als Leiter der GRM, gelang es auf diese Weise, seine Komponistenkarriere zu starten. Robert Lapoujade, prominenter Maler und Freund von Sartre, brauchte kurzfristig eine Musik für seinen Animationsfilm Trois Portraits d'un Oiseau qui n'existe pas. Da niemand bei der GRM Zeit hatte, schlug François Bayl sich einfach selbst vor und realisierte das Stück in weniger als 2 Tagen, obwohl er vorher noch nie im Studio gearbeitet hatte. François Bayl, L'Oiseau Chanteur von 1963. Lapoujade war begeistert von der Musik und schwärmte überall davon. Von da an, berichtet François Bayl, betrachteten ihn Pierre Schäffer und die Komponistenkollegen der GRM mit anderen Augen. Auch Bernard Parmigiani machte zahlreiche Filmmusiken. Eine seiner schönsten ist die Musik zu einem Zeichentrickfilm von 1968 namens Arène Elephant. Ein merkwürdiges Mischwesen aus Spinne und Elefant. Hit, 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 hit.
La chose se passait autrefois. Sauf peut-être la reine éléphant, parce qu'il allait. Et toujours du même côté. Bernard Parmigiani hatte überhaupt keine Berührungsängste zu angewandter Musik. Heute sorgen seine zahlreichen Filmmusiken allerdings für etwas Unordnung in seinem Werkkatalog. Welches Stück ist Filmmusik? Welches Konzertstück? Oder welches Filmmusik, die als Tonbandstück zweitverwertet wurde? Die französische Komponistin Evelyn Gayou gab an der CRM die Monographie zu Bernard Parmigiani heraus und musste sich mit derartigen Fragen auseinandersetzen. Er war als Techniker am Radio angestellt gewesen und manchmal Produktionen zugeteilt, bei denen er Filmmusik für einen Vorspann oder einen Abspann machte. Parmigiani sagte, nein, das ist kein Werk, das war nur meine Arbeit. Ich erwiderte, trotzdem hast du es komponiert. Er unterschied also zwischen seinen persönlichen Werken, die er als Komponist machte und bei der Urheberrechtsgesellschaft anmeldete und im Konzert spielte, und Musik, die er für die Arbeit machte. Wie Bernard Parmigiani, so hat auch Pierre Henry seine Filmmusiken als Arbeit betrachtet. 1967 entstand seine Musik zu dem Dokumentarfilm Das Liebesleben der Oktopusse. Au printemps, quelques figures d'approche précèdent l'accouplement. Violence, durée, distance diffèrent, suivant la taille, la maturité, l'état des partenaires. Das ungewöhnliche Sexualleben der Oktopusse eignete sich, um mit elektronischer Musik unterlegt zu werden. Die Tiefseewelten sind genauso fremd wie ferne Planeten. So, wie sich das Unheimliche in gewissen Horrorfilmen oder Psychothrillern mit Hilfe elektronischer Musik verdeutlichen lässt, so auch ungewöhnliche Erotik oder Sexualität. In Veit Harlans am Anfang dieser Sendung stehenden Film Das andere Geschlecht wurde elektronische Musik mit Homosexualität als vermeintlich krankhafter sexueller Abweichung assoziiert. Alain Robbe-Grillet hat sich als Drehbuchautor des Rousnet-Films letztes Jahr in Marienbad einen Namen gemacht. Anschließend produzierte er nur noch sadomasochistische Erotikfilme, die besonders in Frankreich recht erfolgreich waren. Die Musik dazu komponierte Michel Fanot. Fanot ist seit seiner Studienzeit eng mit Pierre Boulez befreundet und komponiert eigentlich streng seriell. Allerdings nicht in seiner Filmmusik, die aus ausschweifenden elektroakustischen Klangcollagen besteht. 1966 entstand Trans-Europe Express. Der Protagonist hat gegen Ende des Films seine masochistische Gespielin ans Bett gefesselt und als vermeintliche Polizeispionin erwürgt. Anschließend begibt er sich, als sei nichts gewesen, in ein Striplokal. Dort erlebt er einen surrealen Flashback. Die eben Ermordete sitzt aufreizend auf einem rotierenden Kissen auf der Bühne, hat sich bald entkleidet. Durch ihre Drehbewegung wird sie allmählich von einer Eisenkette gefesselt. Irgendwo tauchen Zivilpolizisten auf, der Protagonist wird den Abend nicht überleben. Michel Fanot komponierte dazu einen elektroakustischen Rückblick auf die erotisch unheimlichen Geschehnisse des Films. Als ratterten sie akustisch nochmals durch das Gedächtnis des Protagonisten. Thank you.
Mit Michel Fanots elektroakustischer Collage aus Alain Robbe-Grillets Trans-Europe Express endet diese Sendung zur elektronischen Musik im Film. Die Zitate und Übersetzungen sprachen Dominik Freiberger, Katja Ruppenthal und Christina Maria Grewe. Beratung Julia Heimerdinger, Realisation Katja Teubner, Redaktion Frank Hilberg. Nachlesen und nachhören können Sie unsere Sendung auch im Internet über wdr3.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Reinhold Friedl. Ich wünsche eine gute Nacht.